Paraguay Live, grüße euch und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Ich bin der Pit und heute wie immer ein neues Thema, etwas von der Touristikbranche. Also bleibt dran. Also wir haben wie oft einen Besuch, auch familiäre Besuch. Und da nutzen wir natürlich die Gelegenheit oft, um kleine Ausflüge zu machen. Und heute möchte ich euch gerne eine kurze Reise nach San Bernardino präsentieren. Einige Impressionen und vielleicht sage ich dazu auch einige Wörter, die mir, einige Sätze, die mir natürlich da bezüglich der Reise aufgefallen sind. Also, falls Interesse bleibt und ihr habt, bleibt einfach dran. Bis dann. Stelle noch ein paar Sätze dazu von mir. Also wir waren etwas schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir an dem Club vorbeikamen. Also normalerweise kommt da gar nicht mal rein, man muss Mitglied sein. Und links daneben, im Prinzip in dem Video vorher, könnt ihr sehen den Zaun von diesem Club. Und links daneben schaut euch diesen Strand an. Also es sieht normalerweise ja anders aus. Also das war leider Gottes die Realität. Der kurze Film schon mal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Klar, es gibt in jeder Stadt gute und schlechte Seiten. Also in San Bernardino kann man wirklich auch schöne Ecken finden. Man sollte nur diese Kloake nicht da immer reinpumpen, weil das passiert immer wieder. Es wird gereinigt und es wird wieder alles schmutzig gemacht. Also das passiert leider Gottes überall. Wir sind schon 18 Jahre hier in Paraguay und passieren solche Sachen auch, dass man auf den Straßen einfach etwas zu viel Müll findet, okay? Also wir sind hier bei uns natürlich sehr glücklich, wie man sieht, zu viele Jahre. Und deshalb, wie gesagt, Likes nach oben, abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an eure Fragen. Ich werde sicherlich auch noch die Videos machen, wo ich eure Fragen speziell auch beantworte. Bin ein bisschen im Stress, aber kein Problem. Mach's gut, ich habe euch auf jeden Fall nicht vergessen. Und wie gesagt, eine erfolgreiche Woche. Und lasst die Ohren nicht hängen. Immer gut, mit guter Laune nach vorne schauen. Also bis dahin in diesem Sinne, mach's gut, ciao, ciao.